Ich habe eine Theorie, was Rückenschmerzen angeht, insbesondere, oder ja, damit meine ich Schmerzen im unteren Rücken, Lendenwirbelsäule und auch chronische Rückenschmerzen. Die Theorie ist folgende, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, dass wenn du sowas hast, also chronische Rückenschmerzen im unteren Rücken, dann müsstest du auch schwache Beine haben. Schwach oder schrägstrich auch sehr unbewegliche Beine oder in irgendeiner Form Probleme mit Hüfte, Knie, Fuß. Es ist eigentlich auch völlig logisch, allein wenn man sich die Anatomie anguckt, aber wie das so ist, manchmal dämmert einem nach vielen Jahren dann so eine einfache Wahrheit. Und du kannst es ja gern für dich mal überprüfen, wenn du häufiger Rückenschmerzen hast. Wie könntest du jetzt feststellen, ob du schwache Beine hast? Also ein guter Test wäre, kannst du in die Hocke gehen, also kannst du eine Kniebeuge machen. Und vielleicht nicht nur eine. Kommst du sauber hoch oder wackelt das irgendwie dann rum? Ein anderer Test wäre, wenn du auf dem Boden sitzt oder liegst, kannst du ohne die Hilfe der Arme aufstehen. Und das andere wäre auch, wenn du jetzt sehr steif bist in den Beinen, also zum Beispiel, wenn du stehst und dich dann also mit dem Oberkörper nach vorne beugst und versuchst mit den Händen den Boden zu berühren. Wenn das ganz schlecht geht und das auch irgendwie dann in den Beinen zu verorten ist, also zum Beispiel, dass es auf der Rückseite der Beine sehr zieht, dann wäre das so auch ein Punkt. Dann die Adduktoren auch sind gerne betroffen, also die Muskeln an den Innenseiten der Beine. Das geht dann so in Richtung Spagat. Ja, das kann man alles mal testen und der anatomische Zusammenhang ist eigentlich ganz einfach. Also die Nerven, die in die Beine reingehen, die kommen aus der Lendenwirbelsäule und auch aus dem Kreuzbein. Ja, und die Nerven wiederum gehen ja in die Muskeln rein und sorgen dafür, dass du die anspannen kannst. Ja, also, und ich bin auch in der Praxis, wenn Patienten zu mir kommen, immer wieder erstaunt, wie sehr diese einfache anatomische Begebenheit doch übersehen wird. Also, wenn wir jetzt auch mal auf die Arme gehen, das hatte ich ja in dem Karpaltunnel-Video schon erwähnt, ne, dann ist es halt immer irgendwie an der Hand, wird dann rumgeschnippelt, was manchmal vielleicht auch Sinn macht, aber ich sag mal, der Chef von der Hand sitzt halt im Nacken, ja, also da kommen die Nerven her. Genauso kann man dann, ja, also Ischias ist ja ein häufiges Beispiel. Das wäre dann typischerweise Gesäßschmerzen oder auch ein Ziehen an der Rückseite der Beine, auch am Schienbein entlang, teilweise Probleme mit den Füßen. Ja, da wird immer lokal geguckt und rumgefuhrwerkt, aber da, wo es herkommt, wird eigentlich in der Regel nicht geguckt. Ja, und finde ich einen äußerst spannenden Zusammenhang. Das heißt jetzt, wenn du deine Beine kräftigst und dehnst, dann muss dein Rücken davon profitieren. Das ist die Aussage letztendlich, die dahinter steht. Und genauso kann natürlich auch, wenn du irgendwie eine krasse Fußgeschichte hattest, also vielleicht nicht nur umgeknickt, sondern auch irgendwas gebrochen am Fuß und dann vielleicht so ein bisschen komisch läufst oder gar nicht mehr so gut laufen kannst, dann wird sich das auch auf den unteren Rücken vor allem auswirken. Vielleicht nicht so, dass es Probleme macht, aber die Wirkungen sind da. Das ist zumindest der, ich sag mal, der nächste Partner, der dann am wahrscheinlichsten erstmal darunter leidet. Und wie immer bin ich natürlich interessiert an Rückmeldungen, auch natürlich gerne privat. Wenn du das für dich so bestätigen kannst, dann wäre ich daran interessiert, das zu erfahren. Und ja, warum erzähle ich das jetzt überhaupt? Ja, ich arbeite ja an verschiedenen Programmen und jetzt im Zuge meiner Beschäftigung mit dem Rücken und auch der Planung eines Beinprogramms sozusagen,
Ist mir das irgendwie mal aufgefallen. Und es ist ja sowieso schwer, diese Sachen zu trennen. Also es kann eigentlich kein reines Beinprogramm geben oder ein reines Rückenprogramm, weil immer andere Sachen auch mit zusammenhängen. Und es hängt ja auch alles zusammen, aber jetzt hier die Verknüpfung Unterrücken und Beine ist einfach sehr, sehr eng und deutlich. Ja, dann liebe Grüße.